viel zu lesen. Wir haben es im Buchwolfstein hineingeschafft, müssen jetzt einen Weg zu Helgas Forschungszentrum finden. Okay. Archäologisches Forschungszentrum, alles klar. So. Dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Okay, er haut jetzt wieder ab, wer lässt uns alleine hier oben? Expedition Wolfburg, hören Sie mich? Ende. Ich wollte mich nur vergewissern, ob der Laderoboter auch gut angekommen ist. Ende. Oh, Ihre Fürsorge ist wirklich reizend, Karl. Ja, wir haben ihn gestern bekommen. Ich zeige mich erkenntlich, wenn ich zurück bin. Ich hätte da eine ausgezeichnete Flasche Riesling. Ende. Ich danke Ihnen. Darf ich fragen, ob Sie etwas gefunden haben? Ende. Es ist schon eine Weile her, seit mich eine Expedition so fasziniert hat. Laut unseren Messungen ist der Boden unter diesen Kirchenruinen muss es eine Art Höhle oder Katakomben geben. Vielversprechend, Karl. Ende. Richtig. Brauchen Sie sonst noch irgendetwas, Oberstleutnant? Ende. Ja, Karl. Schicken Sie uns noch mehr Nachschub. Wir brauchen Treibstoff für den Laderoboter, weil das Ding im Nu alles geschluckt hat, was wir ihm gefüttert haben. Und ich brauche eine Kiste Wein. Der Wein, den die hier auftischen, ist grauenvoll. Also, mehr Treibstoff für den Laderoboter. Und für mich, ja, Karl, Expedition Wolfburg, Ende. Okay, da sie nicht viel quatschen wollte, hat das Gespräch ja doch ein bisschen gedauert. So, gemütlich erstmal eine dampfen. So ist das. Hinweis, Bereich wird überwacht. Was haben wir hier? Achso, das hatten wir schon. Treten Sie bei! Infanterie! Schön gestanden! Was ist das? Verpflichten Sie sich jetzt. Okay. Infanterie. Warum guckst du das Bild eigentlich an? Davon lernst du auch nichts. Okay, guck da runter, schüttel mit dem Kopf. Sehr interessant. Okay, schön gestanden läuft da auch nicht. Wenn du die Hände behältst, was Sie gestern in den Ruinen gefunden haben, könntest du dir vielleicht so eine Reise leisten. Was haben Sie denn da gefunden? Irgendein Kelch. Über 1000 Jahre alt. Der muss König Otto gehört haben. Wo ist er? In einer der Kisten, die zur Burg gebracht werden sollen. Helga ist ganz verrückt nach dem Scheiß. Besonders nach allem, was mit König Otto zu tun hat. Denkst du, es würde jemandem auffallen, wenn er fehlt? Spinnst du? Weißt du, in was für einer Hölle du landest, wenn Helga das rausfindet? Das war eine hypothetische Frage, Wolf. Außerdem ist Helga gerade in Wolfburg und mit anderen Dingen beschäftigt. Richtig. Ich will nachsichtig sein mit dir und diese Unterhaltung aus meinem Gedächtnis löschen. Und jetzt hältst du den Mund. Verstanden? Hast du mich verstanden? Du hast gesagt, ich soll den Mund halten. Oh Mann, ey, der Typ ist ja lustig, ey. Was haben wir denn hier? L625T30S401. Okay. Bereich freihalten. Hier haben wir das wieder. Wir haben den Express, der gute Burger. Was ist da? Der gute Burger. Was haben wir denn hier Schönes? Mal was anderes. Er kam nicht allein zum Mond. Okay. Der staatliche Mondkolonisierungsprogramm. Staatliche, okay. Hilft deinem Land auf dem Weg in die Zukunft. Jetzt anmelden. 1946. Also klar. Lift. Wow, okay. Was haben wir denn da? Charakter? BJ in geheimer Mission. Es war nicht einfach, eine Uniform zu finden, die zu BJs muskulösen Statur passt. Also ließ die USA eine passende Uniform beim Schneider anfertigen. Alles klar. Mond, die Zeit ist gekommen.
Abenteuer Mondflug. Tragen Sie sich bitte die nächsten Anmelde. Ja, da hat es wohl nicht gereicht, ne, das richtig auszuschreiben. Aber den Mond, den kennen wir ja schon. Da sind wir ja schon gewesen, wa? Freunde, wir leiten das Kommando. 1946, jetzt und immer. So. Okay, jetzt haben wir ein Headset auf. Jetzt können wir kommen. Bin jetzt im Aufzug. Pistole. Eine Standard Nebenhandwaffe, häufig von Regime-Kommandanten verwendet, nützlich im Kampf gegen leicht gepanzerte Gegner aus geringer Entfernung. Drücke Maus zum Schießen und Maus 2 zum Zielen. Drücke R zum Nachladen. Alles klar. Haben wir kein Messer dabei, dass wir den messern können? Schade. Ich habe natürlich kein Messer. Was ist jetzt? Wow. Oben auf den Laufsteg, BJ. Nicht schießen. Ich bin's. Wow. Ich hätte jetzt aber gerade... So, was haben wir hier? Eine doppelläufige Schrotflinte, Kaliber 12, mit Kipplaufsystem. Sehr wirkungsvoll auf kurze Distanz. Drücke Maus 1 zum Schießen, R zum Nachladen. Alles klar. Hat sie nicht geändert? Verändert? Ja. Da war der ganz schön. Ich sehe mich hier oben rum. Halte Ausschau nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. So, wir haben jetzt. Schön, Helga. Wo versteckst du deine Geheimnisse? Okay, Rüstung. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Rüstung. 100. Also, wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? Würde ich gar nicht, weil ich nicht denken könnte. Ich würde einfach nur sein. Aber wo nur? Okay, ist überall Rüstung. Es gibt glaub ich, schon der Bär hier. Stellen Sie alles auf den Kopf. Wir hauen hier nicht ohne diese Akte ab. Verdammt. Ich habe den Tresor gefunden, aber die Akte ist futsch. Sie ist nicht hier. Dort unten ist ein Funkgerät. Rufen Sie Kessler damit. Sagen Sie, wir können die Akte nicht finden. Schnell, Saskovic. Ich halte die Stellung. Ich schaue mich jetzt erstmal um, mein Freund. Ich will ja wissen, was auch immer das hier sein soll. Es sieht irgendwie aus wie so ein eingepackt. Okay, alles klar. Das könnte, ja, da könnte sich, Funken Sie Kessler an, Blaskovic. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Stell dich mal jetzt nicht so an, ja? Wow, das sieht ja geil aus. Das würde ich mir auch in der Wand hängen. Da ist ein Funkgerät auf Ihrem Stockwerk. Funken Sie Kessler an. Wir brauchen einen neuen Plan. Der Typ, der nervt. Ja, das kennen wir auch, ne? Das kennen wir auch. Wir sind ja auf dem Mond gewesen oder sind so in so einem unterirdischen. Ne, wir haben. Ah, okay, 90. Jetzt haben wir gleich. Wir haben gleich voll. Wir haben fertig. Was ist das? Ne, das brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, Munition und Waffen. Oh, das. Dieses Geräusch, das war das, haben wir noch. Okay, jetzt sind wir voll. Okay, voll. Überall voll. Notiz von Forschungsassistent Winkler, 28. Februar. Und welches Jahr? Im Zuge eines Experiments an Objekt Nummer 12-1 aus der Ausgrabungsstätte in Wolfburg. Wolf? Okay, alles klar, das war so. Gab Forschungsassistent Ernst Ziegler bei einem Brand zu Tode. Als der Ziegler versuchte, das Objekt in Betrieb zu nehmen, ereignete sich eine kleine Explosion.
Sein Oberkörper fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Kopf aus. Wir versuchten alle, um das Feuer zu löschen, aber schließlich erlag er seinen Verbrennungen. Nun muss ich seiner Frau einen Brief schreiben. Ich muss mir eine gute Erklärung überlegen. Nummer 12-1 ist ein merkwürdig aussehendes Gerät, das aus einer Reihe optischer Linsen, einer Brennkammer mit Spuren von Magnesium und weiteren bisher unidentifizierten Komponenten besteht. Wir haben das Gerät auf etwa 964 vor Christus, also nach Christus, datiert. Vermutlich war es als stationäre Waffe für größere Schlachten vorgesehen. Es ist unklar, ob es jemals im Einsatz war oder ob jemals ein Exemplar gebaut wurde. Das seinen... Ja, jetzt rücke ich nach unten. Okay, dann scrollen wir. Ja, was Reihe? Diese und weiter. Wurde sein Nutzer nicht. Was? Es ist unklar, als ob jemand im Einsatz war. Wurde das seinen Benutzer nicht im Brand steckt, könnte dieses Gerät das sein, was Albert Einstein in seinem Papier zur Quantentheorie der Strahlung als Laser bezeichnete? Falls ja, so können wir an der Schwelle der größten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahrzehnts stehen. Sobald die Sicherheitsprozeduren verbessert wurden, werden die Experimente fortgesetzt. Gottfried Winkler. Okay, Herr Winkler. Das nenne ich doch mal... Das hört sich sehr interessant an. Oh. Okay, Limit erreicht. Hatten wir schon. Eine Säule. Von irgendeinem Ausgrabungs... Oh, guck mal hier! Das ist doch von der Osterinsel, oder nicht? So, 95. Da haben wir noch einen Helm. 100. Alles klar. Und weiter hier zu lesen ist das nichts. Lauter, ich denke mal, dokumentiertes Material. Sprich, Bilder und aufgeklebte Zettel. Leider kann man das nicht wirklich lesen. Aber diese. Ah, hier ist das Mikrofon. Haben wir den hier? Den haben wir schon. Betätigen, wir haben mal das. Oh. Hier Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Hier Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann. Over. Roger. Speer out. Scheiße. Oh, was? Verdammt! Halten Sie sich auf, Lefkowitz! Ich suche einen Fluchtweg! Denken Sie dran! Sie wollen alles Gute vernichten! Machen Sie diese Schweine fertig, Lefkowitz! Ich arbeite dran! Scheiße! Wow! Ah! Schieß doch! Oh! Das ist selbst eliminiert.
Fall um, du! Ah! Oh, das war knapp! Ach, Fall, wo schieße ich denn? Ja, ausgerechnet, da muss er nachladen, ey. Das ist Willi, ey. Wesley. Oh. Hey, wo ist denn noch einer? So, wollen wir mit der Rüstung aufnehmen hier. Jawohl, sehr schön. 75. Mal nachladen. Munition, alles klar, sehr gut. Das Geräusch gefällt mir nicht. Hier habe ich noch eine Elf gesehen gerade. Ja. Schöne Scheiße, was, BJ? Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß was. Tja, das ist nicht viel wert, wenn wir hier nicht rauskommen. Ich habe einen Weg nach draußen gefunden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. So, wir hatten J Charakter. So, Scharfschütze. Diese Elite-Soldaten sind herausragende Scharfschützen und mit dem tödlichen Bombenschuss Karabiner bewaffnet. Sie besitzen ein Visier, mit dessen Hilfe sie Ziele über große Entfernung treffen können. Boah, will ich auch haben. Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. So. Geschafft! Kommen Sie schnell! Hier hoch! Ja, du bist lustig. Ach hier!